Willkommen zu YouTube What's Up! Aber was ist das? Jede Woche wird vorgestellt, was sich rund um YouTube Deutschland alles so abspielt. Inklusive gibt es die grandiosen Kategorien der Fail der Woche und der Win der Woche. Wem das noch nicht genug ist, der wird am Ende immer eine Kanalempfehlung sehen. Und es gibt das Kommentar der Woche. Freut euch also auf grandiose Unterhaltung mit mir. Wer das nicht sehen will, schaltet ab, alle anderen bleiben dran. Jetzt geht's los. Am 17.02. hatte YouTube einen Livestream, wo man Fragen rund um YouTube und das Partnerprogramm stellen konnte. Eine dieser Fragen war, was mit diesem Kategorienhopping passiert. Und YouTube hat geantwortet und meinte, dass sie was dagegen unternehmen werden, dass sie eingreifen werden und dass mit jedem Hopping eine Katze stirbt. Schlimm. The Three Man Boys. Billigste Unterhaltung unter RTL-Niveau noch. Unglaublich. 20.000 Abos in 3 Wochen. Über 1 Million Videoaufrufe zählt dieses Format mittlerweile schon auf. Entdeckt, gepusht er durch Simon Desio, der in einem Video eigentlich, welches sich nur darum gehandelt hat, diese Jungs so krass im Vordergrund gestellt hat, dass sie allein nach einem Tag über 6.000 Abonnenten hatten. Und noch nicht mal ein richtiges Video. Mittlerweile haben sie ein paar und wie gesagt, es sind schon über 1 Million Videoaufrufe. Man wartet jetzt eigentlich nur noch darauf, dass sie Partner werden. Und man kann ganz klar sagen, finanziell wäre es ein extremer Gewinn. Menschlich gesehen allerdings ein extremer Absturz, denn wer sowas ernsthaft zum Partner macht, damit YouTube repräsentiert, stellt ein extrem schlechtes Licht auf Deutschland, denn Assi ist Assi, bleibt Assi. Und ist scheiße. Eigentlich hätte so ein Erfolg ja den Win der Woche verdient. Aber da es einfach nur Assi und Kacke ist, könnt ihr das leider vergessen. Wo wir schon bei Win sind, ein absoluter Gewinner in Sachen Spam-Titel super gut auswählen, ist 2Guy Beatbox. Diese Woche hat ein grandioses Video hochgeladen, welches den Titel Massenschlägerei trägt. Drin zu sehen ist ein mehr schlecht als wirklich gut, nein, eigentlich ein ziemlich schlechtes Ping-Pong-Spiel. Wo nicht ein Mensch einmal geschlagen wird, von daher ganz klar, 2Guy, diese Woche für dich, der der Woche, mehr als Spam, geht gar nicht mehr, unglaublich, ein Tischtennisspiel als Schlägerei zu verkaufen und dann noch so schlecht gespielt, ganz klarer Fail für dich, vielleicht wird's besser, ich glaube momentan allerdings nicht. Vom 19. bis zum 20.02. fanden in Essen die deutschen Videotage statt. Haltet die Augen auf, es gibt garantiert noch viel davon zu sehen. Die offizielle Internetseite findet ihr in der Beschreibung. Klickt aber drauf, wenn ihr Lust drauf habt. Wenn nicht, dann lasst es sein. Aber es lohnt sich, denn es waren die ganzen Größen der deutschen YouTube-Szene da. Bis auf ich, denn ich bin nicht groß. Aber ich wäre gerne da gewesen. Unglaubliches ist passiert. Dima von den Außenseitern ist im Video von LeFloid aufgetaucht. Wird LeFloid die Welt jetzt endlich mit Wissen bereichern? Ich glaube, solange es RTL gibt, wird er das nicht tun, aber er hat es sich auf jeden Fall verdient, wenn er von den Jungs endlich mal gepusht werden würde. Meine Fresse! Liebe Fresh Talker hat mal wieder sein Videoarchiv geplündert und grandiose Aufzeichnungen seiner verrückt abgedrehten Kindheit entdeckt, online gestellt und wir hatten mal wieder sehen können, wie krank er eigentlich wirklich ist. Dafür gibt es absolut den Win der Woche. Torge, du bist spitze. Ich freue mich auf weitere kranke Aufnahmen deiner Kindheit. Thumbs up für dich. Das war's von der ersten Ausgabe YouTube What's Up. Und ich freue mich, dass ihr alle dabei wart. Ich werde jetzt so machen, dass ich jede Ausgabe euch etwas, eine Aufgabe geben werde, ja, die ihr mir lösen müsst. Heute ist noch eine einfache Aufgabe. Und zwar schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr mehr News haben wollt. Mehr verrückte Awards, was auch immer, und ob die Ausgabe einfach länger sein soll oder ob diese Länge vollkommen ausreicht. Ich freue mich auf eure Antworten. Ich werde demnächst auch noch einen Vote online stellen, wo ihr denn immer selber entscheiden könnt, wer der Winner und wer der Fehler der Woche ist. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Euer Phil und jetzt hier das Kommentar der Woche. Ich wünsche euch was. Haut da rein, habt viel Spaß und tut da abonnieren. Weil dann tut ihr mir auch was Gutes. Euer Phil. Bam! Ich muss jetzt einen coolen Abgang gehen. Wenn er einschlägt, wird nichts mehr sein, wie es war. Okay, dann auch gut, ich geh da rein.